Ja. Moment, ich muss ja noch meine Prüfung abschließen und gegen den Doktor kämpfen. Ich sollte den Hohepriester besuchen. Fast wäre das Spiel zu Ende gewesen. Ja, ganz richtig betrete die Tür. Wir uns bestimmt gleich eine böse Überraschung erwarten. Oh, nicht mal. Sehr gut gemacht, Jack. Wenn auch etwas unkonventionell. Aber das war ja zu erwarten. Du bist nun bereit? Bereit? Wofür? Bereit, dich endlich deiner Vergangenheit zu stellen. Bereit, herauszufinden, wo deine tief verwurzelten Ängste herrühren, die du nun überwinden musst. Und deshalb nimm dies. Was ist das? Ein uraltes Getränk, welches dir die Geheimnisse deiner Seele zu erschließen vermag. Uralt, dann ist es wahrscheinlich längst schlecht. Uralt? Dann ist es wahrscheinlich längst schlecht. Dummkopf, das Rezept ist uralt. Den Trank habe ich gerade frisch mit unserer Destilliermaschine gebraut. Nach dem indischen Reinheitsgebot. Was soll ich damit tun? Du musst den richtigen Ort aufsuchen. Den Ort, an dem sich die finstersten Abgründe deiner Seele offenbaren. Falls du das Mittel am falschen Ort trinkst, wird es lediglich wie Schnaps auf dich wirken. Auch bei anderen Personen würde es übrigens nur den üblichen Schnapskater auslösen. Wie sehr hochprozentiger Schnaps allerdings. Unser Markenzeichen. Nur bei dir und am rechten Ort wird es seine geheimnisvolle, aber beeindruckende Wirkung entfalten. Na gut, ich mach mich auf den Weg. Geh und lüfte das Geheimnis, das auf deiner Seele lastet. Ja, ist klar. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen Abgrund finden, der recht tief ist. Danke, aber von heiligen Tigern und betrunkenen Spinnen habe ich erstmal genug. Ich nehme einen anderen Weg. Das heißt, dass ich wahrscheinlich jetzt auf den Berg hochklettern muss und dann da runterspringen. Kamikaze. Woohoo! Dieser Weg scheint hinauf in die Berge zu führen. Ich glaube, dies ist nicht der richtige Ort, um das Ding zu trinken. Die Frage ist, wo dann... Ich glaube, dies ist nicht der richtige Ort, um das Ding zu trinken. Ich glaube, dies ist nicht der richtige Ort, um das Ding zu trinken. Das Ding. Oh, das ist ein altes Labor. Nun gut, das wusste ich nicht. Eine lange Weile später. Dunkelheit ist überall. Das ist doch da die Klippe, ne? Ja, da waren wir. Das ist das Labor der Keens. Ah, da sind wir. Da geht's hin. Gut, das heißt, wir müssen es auf dem Absatz da trinken. Nanu? Wie wird mir? Ich fühle mich so warm und... Was passiert jetzt? Es könnte sein, dass wir in die Vergangenheit gereist sind und jetzt das so sehen, wie es einmal war. Aber da bin ich mir nicht sicher. Darf ich spielen gehen, Murphy? Klar, Jack. Wir spielen gleich nochmal Piraten. Geh schon mal rein. Wo ist der Sohn der Keens? Was? Wollen Sie von ihm? Das wird der Doktor entscheiden. Es gab einen Zwischenfall. Er ist nicht hier. Und wenn er hier wäre, würde er jetzt ganz schnell verschwinden. Was? Er würde sich einen Fluchtweg suchen. Und zwar flott. Ich verstehe nicht. Abhauen. Er würde abhauen. Dann würde ich mal abhauen. Süß, ich bin der kleine Jack. Wie putzig der ist. Das nehme ich mal mit. Oh, wie knuffig. So. Kleiderhaken über Kleiderhaken. Schnuller! Nein! Ha, wie putzig. Das könnte später wichtig sein. Ja,
her damit. Den mag ich auch sehr gern. Mal alles einsammeln hier. Ab in die Tasche. Und schon damals hatte Jack ungewöhnlich große Taschen. Geht doch ganz einfach. Den können wir auch noch nehmen. Geht doch ganz einfach. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier gleich irgendwas zusammenbasteln dürfen. Da schaukelt es. Gute Idee, aber so klappt das leider doch nicht. Gut, was haben wir denn? Nee, geht nicht. Das geht irgendwie nicht. Komisch, geht nicht. Nee, geht nicht. Komisch, geht nicht. Nee, geht nicht. Komisch, geht nicht. Nee, geht nicht. Ich muss aus dem Fenster. Aber es ist verschlossen. Und so hoch oben. Papa hat gesagt, das darf ich erst aufmachen, wenn ich groß bin. Da ist wahrscheinlich das Messer drin, würde ich mal vermuten. Mein Lasso. Gut, langsam haben wir ja echt viel. Komisch, geht nicht. Aber nichts, was uns wohl zu lösen Hallo, Blinky. Hallo, Blinky. Das geht irgendwie nicht. Hier darf ich nicht raus. Murphy will, dass ich durch das Fenster abhaue. So. Das geht irgendwie nicht. Schauen. Und dann noch den Stein drauf. Gute Idee, aber so klappt das leider doch nicht. Ich glaube, ich bin nah dran. Ah. Das geht irgendwie nicht. Leicht mit Stöcken. Das geht irgendwie nicht. Komisch, geht nicht. Komisch, geht nicht. Doof. Selbst der kleine Jack ist klüger als ich. Das ist deprimierend. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die Schranktüren alle wieder zumache. Aber egal. Gute Idee, aber so klappt das leider doch nicht. Komisch, geht nicht. Komisch, geht nicht. Nee, geht nicht. Da war doch gerade irgendwas mit Hocker. Manchmal sehe ich da irgendwas mit Hocker. Gut. Das geht irgendwie nicht. Komisch, geht nicht. Kleine Bauklötze. Jo, kleine Bauklötze. Das geht irgendwie nicht. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Das geht irgendwie nicht. Das geht irgendwie nicht. Kann ich vielleicht? Geht nicht. Komisch, geht nicht. Das geht irgendwie nicht. Das geht irgendwie nicht. Nee, geht nicht. Komisch, geht nicht. Das geht irgendwie nicht. Ha! Jeder hat so seine Geheimnisse. Ein Geschenk vom Doktor. Ich könnte alles Mögliche reingetan haben. Hab ich aber nicht. Sie ist leer. Fand ich immer langweilig. Mein Name ist Jack und ich will ein Pirat werden. Alle wollen Pirat werden. War Papas Idee. Ich weiß schon längst, wie man die zwei Stangen da vorne aufkriegt. Das ist schön. Nur leider habe ich keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Ich habe den Stab an der Garderobe festgemacht. Ich habe den Stab an der Garderobe festgemacht.
Nee, geht nicht. Kann ich da jetzt draufklettern oder was? Ich habe eine Stufe gebaut. Yay. Stufen bauen macht doch Spaß. So, was kann ich jetzt hier machen? Ah, warten. Später werde ich ein großer Kapitän sein. Ja. Yep. Nee, geht nicht. Schade, echt cool gewesen. Das geht irgendwie nicht. Nee, geht nicht. Das Schiff hängt jetzt am Lasso. Ja, und jetzt? Komisch, geht nicht. Bringt Licht ins Dunkel. Ah. Komisch, geht nicht. Nee, geht nicht. Komisch, geht nicht. Na gut, dann. Dann hab ich, was hab ich denn jetzt? Ich hab hier, was soll denn das sein? Ein... Das Schiff hängt jetzt am Lasso. Schön. Schön. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Das Schiff hängt am Lasso und das Lasso am Schnuller. Okay. Komisch, geht nicht. Ich hab keine Ahnung. Das Schiff hängt am Lasso und das Lasso hängt am Schnuller und der Schnuller ist im Gewehr. Und ich hab keine Ahnung, wo mich das hinführt. No way. Etwas später. Na dann. Flieg! Feuer! Yay! We did it! Jetzt runter und runter. Und schnell, schnell, schnell runter. Und hier auch, ganz schnell runter. Und dann flieh, Jack, flieh! Tschüss, Goldfisch. Ich werde dich vermissen, aber es ist notwendig. Hallo, Blinky. Gute Idee, aber so klappt das leider doch nicht. Das ist zu hoch oben. Außerdem ist das Schiff im Weg. Gut, ich gebe zu, ich hatte es nicht ganz durchdacht. Das geht irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin nah dran. Ja, das glaube ich auch. Das geht irgendwie nicht. Schon ein bisschen verkratzt. Vielleicht brauche ich noch einen Stein. Da. Eingepackt. Ein Bauklötzchen. Hallo, Blinky. Hallo, Blinky. So, und dann... Tada! Und Fluchtversuch! Kick das doofe Boot raus. Ich könnte ja rausklettern, aber das Schiff ist im Weg. Böses Schiff. Weil das Schiff noch am Seil hängt, fällt es nicht aus dem Fenster und ich kann nicht durch. Aha. Dann cutte das Seil. Keine Ahnung, Komisch, geht nicht. Das geht irgendwie nicht. Na gut, wenigstens kann ich jetzt schon mal hochklettern. Jetzt brauche ich also nur noch eine Möglichkeit, um das Seil zu kappen. Irgendeine. Mein Lieblingstier, gleich nach dem Goldfisch. Ja. Kleine Bauklötze. Viele kleine Bauklötze. Wie krieg ich... da. Wie krieg ich nur... das Seil ab? Hier. Moment.
Probe. So, dann schauen wir uns nochmal das Ganze an. Bringt Licht ins Dunkel. Schön wäre, wenn das Seil einfach reißen würde. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Gut. Dann klettern wir hier nochmal runter. Dann brauchen wir irgendwas, um das Seil zu kappen. Ich habe allerdings keine wirklich guten Ideen, was. War Papas Idee. Ein Skateboard.